Hi, willkommen zurück bei Blood Moon. Ja, wir sind zwar noch nicht Level 70, aber wir gehen mal trotzdem hier rein. Zerstörtes Kleiner 2.0, oh Gott, oh Gott. Hi. Okay, vielleicht. Na doch, weg. Ist aber doof, jetzt habe ich es versprochen. Vielleicht läuft es ja. Oh, es verflucht, wächst. Das Aua. Ha, hat aber auch viel Schaden. Weg mit dir. Hier steckt fest. Werwolf. Eis und Schatten geht bei denen nicht. Und er brennt. Oh, er beißt. Wird er denn jetzt verhext? War das wegen Weiners Schwert? Hab ich aber gerade noch gar nicht gesehen. Naja, wundert mich nicht. Ja, die gehen. Ja, ein paar Level 70 Items, 2 oder so. Ist hier noch was? Die FPS könnt ihr auch selbst anmachen, wenn ihr F2 drückt. Falls ihr das wissen wollt. Kein Problem. Und bis jetzt sind es ja nur Einzelgegner. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob es hier mehrere gibt. Die mache ich mal den. Bis jetzt crasht es aber nicht mehr. Ja, es sind halt so Sachen in der Mod, die mich ein bisschen ärgern. Es geht halt nicht perfekt, vor allem wenn es eine Mod ist. Muss ich schon ganz eigenes Spiel machen. Kann ich auch gucken, was ich da alles einbaue. Hier ist ja auch viel Sachen drin, von denen ich nicht mal weiß. Du hältst wohl mehr aus.
sollten uns mal um die Axt kümmern. Da muss ich gucken, wie die am sind. Bei einigen kommen wir noch gar nicht dran. Ja, der Blutmangel. Wie läuft's eigentlich mit der Halle? Jetzt können wir da mal wieder was lernen. Und dann droppen wieder die FPS. Ich frage mich, ob man das liegt. Wir könnten den Dämon Magiefokus geben. Mehr Erfahrung. Der Seelenteile. Umwandeln. Alle Vampire halten mehr Blut. Ja, wieso nicht? Yay, mehr Blut kann nie schaden. Ne, Malia. Psst. 300.000 viele. Geh mal da weg. Spielt sonst nie mit dem Ding. Damn. So, Rachepunkterhöhung, das will ich. Noch droppt es nicht. Jetzt halt in meinem Menü. Oh, jetzt guck mal. Warum? Das ist ja komisch. Vielleicht muss ich die Schalen einfach austauschen mit was anderem, was sich nicht so ständig bewegt. Obwohl, es ist ja nicht so schlimm. Jetzt hat zum Beispiel wieder aufgehört. Ich weiß nicht. Haben hier alles gelernt. Gut, jetzt brauchen wir nur noch die 1, 2, 3, 4, 5 Dinge hier. Hätte ja klappen können. Ich wünschte, man könnte mehr tragen. Oh. Ups. La 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 la. Hm.
Okay, das war's mit Seelensteinen. Ach mein Gott, hab ich schon wieder falsch gedrückt. So. Oh, jetzt droppt es wieder, seht ihr das? Ich glaube, hier passiert halt zu viel mit dem Wasser hier und mit den Flammen. Aber es geht immer, wenn man im Menü war. Jetzt ist es wieder weg. Hä? Jetzt haben wir nichts mehr. Gut, aber wir kommen zurück. Aber wenn ich die Feuerschalen wegmache, sieht das so hässlich aus. Naja, aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Wahr. Ich weiß nicht. Ich muss mal schauen. Weiter beobachten. Schlimm wäre, wenn das Spiel crashen würde. Ich dachte, wir wären schon länger hier. Wollte ich nicht auch mal ein Skelett beschwören? Wenn der Dämon wieder verreckt, aber dann hab ich's wieder vergessen. Oh nein, nicht noch eine. Verdammt. Hier waren damals die beiden Typen. Ne, der Platzkopf und seine Frau. Ich glaube, der hieß sogar Mann mit Glatze oder so. Boah, der Kopfverstümmler haut hier richtig rein. Du auch, Krieger? Ja, ich gehe mal wieder. Oh, das Lagerhaus. Oh, shit. Deine Konterhaltung macht mir keine Angst mehr. Hallo Werwolf. Ich kümmere mich mal um den. Bist du ja? Seid ihr verletzt? Nein, mir geht es gut. Ich danke euch. Ich war nur auf der Durchreise und dann diese Vampire. Es war so schrecklich. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Sie werden euch nicht mehr wehtun. Danke. Ihr solltet euch die Limruine anschauen, wenn ihr könnt. Angeblich haben sie dort etwas versteckt.
Das werden wir. Aber ihr solltet trotzdem schnell von hier verschwinden, falls noch mehr auftauchen. Das ist wahr. Ich werde so weit weg von hier gehen, wie nur möglich. Hier, das möchte ich euch geben. Danke. Passt auf euch auf. Ich werde mein Bestes tun. So, so, die Limruine. Trefferchance auf Tod. 1%. Das wird wahrscheinlich passieren. Ja, die Limruine habe ich jetzt diesmal direkt an die Stadt gemacht. Also direkt links, wo das Schild war. Vielleicht ist da ja was Wichtiges. Oh, verdammt. Hier geht es zu den Limruinen. Die sind jetzt nicht mehr die einzigen Ruinen. Ich finde, wir sollten uns da mal umschauen. Unbedingt. Möglicherweise ist dort einer der Edelsteine versteckt. Dann schauen wir doch mal. Pilze. Gott, oh Gott. Eine Bluthexe. Mal sehen, wie die so ist. Selbst verwirrt. Wieso ist denn die jetzt verwirrt? Sie ist weggeschlagen. Weg mit dir. Noch eine. Ah, da ist sie, unsere Ruine. Ja, komm mal her. Bist du denn mal was anderes? Oh. Kritisch, das ist schön. Vielleicht mal Eis. Ich frage mich immer noch, ob das wirklich an den Items lag mit dem Airshot, dass es ständig gecrashed ist. Bitte, ich hoffe es. Ich will nicht schon morgen schon wieder hier sitzen und das stößt schon wieder ab. Das Kampfsystem ist nicht perfekt, aber immerhin funktioniert es. Das ist alles, was ich will. Hm. Kann ja mal so ein Pulver benutzen. Das darf ich nicht unterschätzen. Kann ich das auch verfaulen? Ah, gut. Hätte ich mal gelesen, dann wüsste ich das. Aha. Nochmal Meteorregen.
Bin froh, dass ich den Zauber geholt habe. Ist echt praktisch. Kann ja mal die dunkle Heilung probieren. Hier legen. Bist du zwar Rasen, vielleicht kriegst du was Blut. Wenn die nicht vorher sterben. Scheint aber so. Ich vergesse immer zu blutsaugen, ey. Sollte ich mal nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie andere das Spiel spielen. Die können ja nicht genauso wie ich spielen. Kleid wird schlimmer. Ah ja, den habe ich ganz vergessen. Ist mir noch nicht so ganz gefixt. Was ist jetzt los? Oh. Ja, manchmal geht das, wenn man kurz ins Menü geht, dann ist wieder der Lag weg. Aber, ich habe eigentlich gedacht, der wäre jetzt ganz weg. Schade. Aber naja, mir wurde schon gesagt, dass das Ruckeln weniger ist. Und das ist gut so. was wollte ich jetzt machen? Treibt's mal. Gut, wenn wir Level 70 wären, 70er Waffen hätten, dann gehen die vielleicht. Nicht hätte ich das, hätte ich doch erst bis Level 70 warten sollen. Verdammt! Ich gedacht, der hält noch aus. Die rühren richtig scheiße. Minus 60. Schade. Schreibt mir mal auf, hier mal wieder ein paar Lichter zu verringern. Oh, was kam denn da jetzt? Oh ne, nicht die schon wieder. Das war schade, weil ich finde die hübsch, aber lieber weniger, anstatt dass es dann leckt.
Noch ein Herzensbrecher. Nimm du den mal. Was war da gerade noch? Nicht drin. Wenn danach ins Menü geht, dann wird's so schlimm. Ich frag mich, was da im Menü ist. Boah, die hat sich gerade selbst geschlagen mit Feuerbombe und dem Tod. Oh Gott, oh Gott. Mal wieder. Ich schwöre, hier waren 7 Viecher drin. Blutmangel. Hier, ihr könnt alles haben. Ja, ich mach mal die Fackeln weg. Zumindest die meisten davon. Ach, kann ich auch mal was anderes haben? Ja, das ist immerhin ein Gummel. Der ist mal anders. Trotzdem kein Bock. Mit dir. Ah, oh, die sind ja noch schlimmer. Was sind denn diese Schleim oder Raupen oder was ich auch hier reingemacht habe? Oh. Was kommt? Oh, der hat sich ja schnell regeneriert. Ja gut, um den kümmere ich mich mal. So. Oh, hallo. Ein Mensch? Ich bewache diese Tür für Meister Asghar. Was wollt ihr hier? Steht uns nicht im Weg. Wir brauchen, was auch immer euer Meister dort versteckt hat. Ihr wollt also den Schattenamethyst. Vertraut mir, ihr wollt euch nicht mit mir anlegen. Ich spüre zwar, dass ihr Vampire seid, aber ich bin ein Magier der alten Schule. Sicherlich können wir uns einigen. Das kommt drauf an. Ich halte mich kurz. Mein Bruder ist nun ein Vampir und lebt in Astion. Er hat mich für solch ein Dasein an Asghar verraten, der mich daraufhin zu seinem Sklaven machte. Warum flieht ihr nicht einfach? Er legte mir ein verfluchtes Halsband an. Schaut her. Es würde mich töten, wenn ich versuchen würde, diesen Ort zu verlassen. Meine Zauber wirken dagegen nicht, aber das ist auch nicht länger von Bedeutung. Alles, was ich von euch verlange, ist der Tod meines Bruders. Ich will, dass er für seinen Machthunger büßt. In Ordnung. Ich danke euch. Wie gesagt, er lebt in Astion. Sein Name ist Garvin. Wir werden sehen, ob wir ihn finden und sind bald wieder da. Viel Glück. Gut. Finde Garvin in Astion, Level 70. Für den Schattenamethyst. Also können wir hier erstmal nicht weiter. Und ich werde das erstmal noch nicht machen. Obwohl Jaina ist schon Level 70. Nice. Mal zur Schatzkammer gehen. Welches Dorf schauen wir uns als nächstes an? Ja, wir müssen noch mal die Minen holen. Vielleicht machen wir das mal. Nordöstlich von Istar. Dann können wir da hingehen und dann Istar besuchen. Unser Freund ist jetzt hier. Benutzt gern das Blutfass oder darf ich euch einige Tränke anbieten? Ja, und die Tische können wir mal gebrauchen. Da, da, da.
1380, um genau zu sein. Joe und Markus bewachen weiter in das Schloss, auch wenn einer jetzt ein Vampir ist. Dann sollten auch die Orte alle erkunden. Irgendwo gibt es auch eine Quest, die ist ganz für Wallen. Ne? zu weit. Hier ist eine weitere Silbermine. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Hi. Hi, Süß. Nein, eigentlich nicht. Zahnsfliege. Ich freue mich nicht auf Sommer, dann kommen wir die ganze Scheißfliege. Eis aufgeht. Schön, die sind alle gelähmt. Fast alle. Alles draufhauen. Dämon, nein. Oh Gott, die lieben ihren Schmerz, ist aber. Nee, das stimmt nicht. Ups. Schluss jetzt. Gibt dann wieder ein paar Seelen. Ja, hier wäre auch ein Pentagramm, aber das haben wir wohl schon. Hier noch zwei Stück. In der Tranak-Mine können wir uns auch mal umschauen, aber da ist halt, sind halt ein paar Leute. Sonnenlagerin, also wahrscheinlich Schatten. Ja, vielleicht Eis auch. Fliege, oh, ich hab den Dämon gar nicht geheilt. Das ist mir wieder typisch. Hallo. Boah, das ist so ekelhaft. Sieht halt aus wie so ein alter Mann als Monster.
Yay. Oh, Level 70. Das waren offenbar alle Monster. Dann schaffen wir mal die erste Mumie. Herrin, hör zu, Mumie. Wir brauchen Silber oder so. Zu schnell geklickt. Herrin, das sollte kein Problem sein. Das Silber in dieser Mine ist schwierig zu schürfen. Wir werden Dämonen benötigen. Gut. Dann sprecht mich erneut an, wenn ihr weitere Diener für die Mine erschaffen wollt, Herrin. Ich glaube, ich habe gar keine normalen Seelen. Ups, dann brauche ich den Teiler. Und ein paar Steine. Gut, Level 70 Zauber. Schauen wir uns mal an. Ja, die Rune der Redekunst habe ich ja bekommen. Ich glaube, da kann man mehr. Kriegt man mehr Vieh dafür. Für Dings. Für Items, mein Gott. Feuerbombe, ja, die haben wir jetzt schon. Schlaf, Blutmacht. Trio-Feuer und Blutregen. Das habe ich nur für die Kombo gemacht. Saugender Herzkristall. Der ist eigentlich gut. Der kann Jaina lernen. Weiter Schwung. Oh, brennendes Licht. Blind und brennen. Frostbrand. Ein Gegner. Ne, mach mal den saugenden Herzkristall. Drei zufällige Gegner, ja, das mögen wir so gern. Aber Blutregen, halt brennend erzeugt Regeneration. Ich wollte aber noch was anderes gucken, aber das habe ich schon wieder vergessen. Verdammt. Walner hat auch nur Lichtzauber, da kriegt er keine Kombos mit. Ich guck mal. Alle Zauber verlernen, ja. Lichtstrahl, Schattenstrahl. Machen wir mal verspotten. Schmerzriss, Nebelschleier, Reinigung. Schmerzriss hat der Dämon sowieso schon und das deckt ja nicht mit der Feuerbombe. Nur die Reinigung. Blitzschlag, dunkle Schatten, Chaosschlag. Schwarzer Kettenblitz, das hatten wir schon. Überraschungsschlag. Nehmen die heilige Führung zurück. Blenden, Lebensegel, Kopfverstümmel. Wilde Schläge, Schattenexplosion und Kettenblitz. Ich nehme die Schattenexplosion. Brennendes Licht, saugender Dings. Okay, ich kann noch keine Kombos bekommen. Fehlt mir, glaube ich, noch eins. Aber gut, jetzt habe ich zwei AOE-Lichtzauber und keinen einzelnen. Aber ich denke, das ist nicht so tragisch. Ich kann ja jetzt mal den Seelenspalter holen. Das muss an den Feuerschalen liegen. Das ist ziemlich schade. Oh, was mache ich denn? Das stellen wir in unsere Schatzkammer. Geht erst wieder zurück. Dann in die Schatzkammer. Da wollte ich schon sagen, wo sind die Mumie jetzt hin? Da ist es ja. Kann eine starke Seele in zwei normale Seelen spalten oder eine normale in zwei schwache. Die 40.
Ich denke, wir werden noch genug Starken hier finden. In einigen Gebieten habe ich auch ein paar schwache Monster hinzugefügt, damit man noch ein paar Seelen haben kann. Schwach und normal. Gut so. Sehr schön. Gut, ich möchte mich noch ein bisschen... Schnaub. Ich möchte noch ein bisschen überlegen, ob ich nächstes Mal nach Ista gehe. Wahrscheinlich machen wir direkt die Hauptquest. Also den Tempel, den Wüstentempel. Den wir noch aus Dings kennen. Im Originalspiel. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.